Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1098. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal die erstwöchentliche Truhe im Novemberkalender. Das hat sich rein. Sammeln wir einmal ein. Haben wir ein paar Odinsmagen, ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und ein paar Runen. Dann sammeln wir das zweite ein. Hier sind auch nochmal ein paar Odinsmagen dabei, sogar ein paar mehr. Auch ein paar Runen nochmal. Wunderbar. Sind wir bei 320 Odinsmagen. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal doppelt. Haben wir schon mal ein bisschen über die Hälfte, wie ein Goldpaket kostet. Dann haben wir eine Neuigkeit. Genau, das ist nämlich der neue. Hier, die neue Season. Und ich sehe da in der Mitte schon was sehr Interessantes. Na gut, gehen wir mal raus. Genau, dann haben wir hier einmal ein Gratis-Paket oder irgendwelche anderen Pakete, die angezeigt werden. Da weiß ich immer nicht, welche das jetzt sind. Beziehungsweise sein sollen. Und dann können wir hier einmal einsammeln. Genau, da sehen wir auch schon besser. Das ist das Ei, was wir uns jetzt mal angeschaut haben. Also wenn es jetzt ein anderes ist, das würde mich sehr überraschen. Weil, ja, es sieht sehr stark danach aus. Gut, wir schicken hier erstmal alle los. Werden jetzt aber wahrscheinlich, genau, wir kriegen nämlich gar nicht alle los. Wir müssen erst nochmal einmal Holz einsammeln. Jetzt kriegen wir alle los. Den hier können wir gleich füttern. So, du kannst dann auch wahrscheinlich gleich ins Training. Dann kannst du jetzt erstmal los. Genau. Hier haben wir ein bisschen Bernstein. Dann kannst du auch wieder los. So. Dann können wir den Kollegen einmal losschicken. Du kannst einmal los. Die Jahreseinstattung machen wir dann gleich. Die Kollegen können wieder alle erstmal los. Genau. Fisch haben wir jetzt auch nochmal ganz gut. Der müsste noch gefüttert werden. Wie sieht es bei dir aus? Du musst nicht mehr gefüttert werden. Du brauchst nur Eisen. Okay. Also ist jetzt mal wieder ein größeres Problem. Eisen. Also ist ja jetzt nichts Neues für uns, weil Eisen ist sowieso gefühlt meistens das Problem. Und Fisch. Eisen und Fisch sind so die großen Dinge. Ja, nee. Haben wir meistens ja nicht, ne? Gut, dann du kannst los, du kannst los. Damit haben wir 13.000 Eisen. Das sollte. Gott, wir haben ihn jetzt gefüttert. Dich haben wir gefüttert. Für dich reicht das jetzt, genau. Du kannst ins Training, wunderbar. Dann können wir hier füttern. Da kriegen wir den auch noch aufs nächste Level. Sturmbringer und kostet nochmal Holz, wunderbar. Geht dann auch schon auf Level 89 und dann noch. Ne, warte, der geht dann direkt auf Level 90 und dann können wir den Titan-Ring schicken ins nächste. Du kannst auch wieder los. 26 Millionen Holz, let's go. Den Kollegen können wir noch füttern. Patchflügler. Und du kannst auch wieder los. Dann habe ich jetzt mal in den Kommentaren die Frage gelesen, wie sich hier die Punkte zusammenstellen. Also ich bekämpfe jetzt nicht, ich will es nur zeigen. Wie sich hier die Punkte zusammenstellen und was die eigentlich bedeuten. Ich persönlich kann jetzt nicht unbedingt 100% genau sagen, was die bedeuten, beziehungsweise wann und wie die sich ganz genau zusammenstellen. Ich kann nur jetzt das sagen, was ich beobachtet habe. Und das ist halt, also wir haben ja da einmal die roten, da wo einfach das Feuerzeichen ist. Das sind halt einfach Drachen, die extrem viel Schaden machen, aber die müssen halt relativ nah ranfliegen, um anzugreifen. Dann haben wir die mit dem gelben Zeichen, die können von relativ, also können von weiter weg schießen. Die werden von einigen Booten dann nicht mehr angezielt oder anvisiert. Und machen halt nicht ganz so viel Schaden, aber machen dafür von weiterer Entfernung Schaden, weshalb die halt, naja, auch relativ gut Schaden machen. Also, ja, was soll ich anders sagen? Nein, weshalb die auch relativ gut überleben, sage ich mal dann, und da trotzdem konstanten Schaden machen. Und dann gibt es noch die blauen, nicht die blauen, die grünen, die mit dem Herzen halt designt sind. Und die haben halt einfach nur erhöhtes Leben, das sind sozusagen Tanks. Also eigentlich schickst du immer die mit den vielen Leben, also die grünen schickst du eigentlich immer vor, dann hinterher eigentlich die roten und zum Schluss dann immer die gelben, je nachdem wie deine Teams aufgebaut sind, aber eigentlich so in der Reihenfolge sollte man sie einsetzen und dann kriegen das eigentlich ganz gut hin. Naja, und die Punkte, also wie stark die sind, das ist eine ziemliche große Variation, wie ihr auch gerade gesehen habt. Also zum Beispiel der Kollege hier ist Level 151, Narbenschwinger, hat knapp 4.500 Punkte gehabt und war halt so ein gelber Schütze. Und zum Beispiel die Steinwollis hatten 19.000 Punkte, die sind aber auch, die haben halt viel Leben. Deswegen, wie sich diese Punkte jetzt ganz genau zusammenbasteln, kann ich euch nicht 100% sagen. Aber es gibt halt welche, die in Verteidigeberg besser sind, welche Drachen. Und dann gibt es welche, die sind schlecht. Also ihr könnt das ja auch hier rausfinden, wenn ihr das Buch der Drachen geht, runterscrollt,
Hier unten stehen ja die Werte. Dann müsst ihr einfach mal gucken und vergleichen. Wahrscheinlich, das habe ich selber persönlich noch nie gemacht. Ich habe immer nur die ersten 5 Drachen so circa genommen. Aber so findet ihr auf jeden Fall raus, mit welchen man ganz gut kämpfen könnte. Naja, und die Zahlen, wie schon gesagt, die variieren. Aber irgendwie sind die auch bis Level 100... keine Ahnung, Level 124 oder so, bleiben die relativ niedrig und dann gibt es irgendwie so einen Schub, wo die gefühlt exponentiell ansteigen. Weil gucken wir mal zum Beispiel jetzt auf Tagschatten, müssten wir auch nochmal reingucken, wo jetzt der Tagschatten ist, wie viel Stärke der jetzt hat. Weil der hat ja auf dem Max Level hat der 86.000 oder so und ist ja auch ein Fernschussdrache. Deswegen auch interessant, wie das bei denen dann halt extrem ansteigt. Aber das ist dann wirklich so, also ich gefühlt kriegen die ganzen Drachen zwischen Level 150 und Level 175, beziehungsweise sagen wir mal zwischen Level 130 und Level 175, gefühlt pro Level erstmal so 1000 Punkte drauf oder so. Also es geht dann echt sehr schnell nach oben. Ich kann ja nochmal kurz gucken, ob ich jetzt den Tagschatten schnell finde. Der ist nämlich, genau, hier haben wir 8000 Punkte, ist gerade auf Level 132 und ist halt aber auch einer, genau hier seht ihr es, mit einer Kraft von 1,75 Millionen, das heißt relativ viel. Und der wird ja später, wie schon gesagt, geht er auf paar 80.000 Punkte oder so hoch. Also diese Angriffspunkte sozusagen, das ist dann, das geht schon ganz schön schnell voran, oder? Aber wie schon gesagt, das habe ich nutze eigentlich immer so die besten für mich sind, die vorne. So, sagen wir mal, die ersten 10, aus denen suche ich mir immer welche raus, wie es gerade passt. Und dann starte ich einfach rein. Ihr wisst ja eigentlich, wie mein Kampfstyle ist. Wir sammeln jetzt erstmal das nächste Gratis-Paket ein. So, da haben wir einmal die Odinsmagen. Und dann kriegen wir hier Skrill, Sturmschneid, Knochenräuber. Haben wir mal ein bisschen Holz, ein paar Runen und wunderschön. Gehen wir aufs Kreuz. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir, genau, noch mal ein bisschen... selbes Paket, also die ganzen Pakete halt, wie wir sie haben, es ist jetzt nichts dazugekommen. Wir gehen mal in die neue Season rein. Kriegen. Hä? Ach, lol. Weil wir das erreicht haben auf dem Pfad, haben wir das sozusagen freigeschalten, aber obwohl wir keinen Pass hatten, keinen hier großen Alpha-Pass hatten, bekommen wir trotzdem von den freigeschalteten Punkten die Bernsteine umgetauscht. Das ist ja cool. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Okay, wie soll ich es auch wissen, wenn ich sonst immer mir den Pass eigentlich gekauft habe? Kaum möglich. Aber das ist natürlich cool. Da haben wir gerade 3000 Bernsteine oben drauf gekriegt. So wünscht man sich das ja eigentlich. Na gut, sammeln wir hier einmal alles ein. Und kriegen auf jeden Fall schon mal die nächste Belohnung. Dann haben wir heute noch... Beschleunigende Aktion wird schwierig. Na gut, das wird ja alles eher schwierig. Schicke ohne Zahn auf Erkundung 5-mal die Woche. Das kriegen wir bestimmt hin. 10-mal in Fahrt in der Reise. Verdienen 6 Schlüssel. Könnte man zum Beispiel gleich noch Verteidige Berg machen. Könnte ich euch das nochmal zeigen. 3 Drachen aufsteigen wird eher schwierig. Okay. Krieg mal hin. Ekelhaft. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Na wunderbar. Dann ist das jetzt, abgesehen von der einen Aufgabe, gar nicht mal eine so schlimme Season. Genau, dann sammeln wir hier einmal alles ein. Das sind jetzt 30 Runen, 700 Eisen. Ja, okay. Ansonsten ist hier wieder irgendwas Special-mäßiges unterwegs im Pass oder ist hier wieder standardmäßig aufgebaut? Sieht mir sehr nach standardmäßig Laubbett, auch sehr interessant. Ja, nee, okay, nee, wunderbar, und was haben wir oben? Total bestrickend, aha, na gut, gehen wir in den Seasonmarkt, schauen wir mal hier durch, weil das ist ja dann eher immer das Interessantere. Sofortiger Fortschritt, okay, schön, freut mich. Laub, ja, nee, Groß Alpha, Geschenkpaket. Genau, hier wird schon wieder, die haben das jetzt also in jeder Season wahrscheinlich so, dass sie immer 3 haben. Genau. Na gut, schauen wir uns das mal an. Wir haben Schmützchen drinne, wir haben Splitterpicker drinne mit 2,73%, das ist halt der neue. Dann haben wir hier Karrenbuddler drin mit 3,64% und Schnüffler des gefallenen Blattes auch mit 3,64%. Das sind wahrscheinlich die ganzen Season-Exklusiven jetzt, das sehen wir ja auch hier schon. Und die werden halt hier in dem Paket nochmal verdoppelt, was die Chance angeht. Dann haben wir Todesritter, den kennen wir schon, vor allen Dingen im Raufen, weil der sehr nervt.
Dann haben wir hier Ziegelpeitscher, den haben, kennen wir auch schon, aber nicht im Raufen. Zwei seltene. Rubin der Morgenröte. Das hier ist dann schon eher interessant, und zwar Leuchtfarbe. Das ist cool, finde ich so vom Design her. Okay, ob jetzt dieses Weiß natürlich jetzt so direkt passt auf dieses Grün, das kratzt sich ein bisschen zu sehr meiner Meinung nach. Aber naja, ist ja egal. Dann haben wir hier Korbwikinger. Interessant. Wirbelwind kennen wir schon, kennen wir. Gui, dann gehen wir raus. Dann gehen wir das erstmal das hier, das werden wir uns nämlich auch nicht kaufen. Hier gibt es Mammutbrut für 7,7%. 6500 Season-Währung, ob sich das lohnt, muss jeder für sich selber ausmachen. Ich hole es mir nicht. Haben wir Donnertölbe, Borkendorn, Platschflügler und Glutgurgler. Ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr Platschflügler haben wollt, den bekommen. Donnertölpel vom Sammeln her ist er jetzt nicht ganz so das Gelbe. Ja, die ganzen hier sind eigentlich nicht ganz so das Gelbe von mir, außer Mammutbrut. Mammutbrut ist ein sehr guter Sammler, aber die anderen hier, die sehen einfach nur gut aus, meiner Meinung nach. Also abgesehen vom letzten, aber so die drei, die sehen ganz geil aus. Gut, haben wir das auch? Dann geben wir uns diesen Geschenkpaket. Hier haben wir Schmützchen drin. Jetzt gucken wir auch mal mit auf die Sammlungswerte. Naja, also erstmal haben wir Schmützchen schon. Und zweitens sind die Sammlungswerte jetzt auch nicht so, dass ich ihn persönlich nutzen würde. Wenn ich gerade angefangen hätte oder es gerade so die ersten zwei Monate gespielt hat, dann schon. Aber so wie wir jetzt sind, nicht mehr. Haben wir Splitterpicker. Der sammelt 17 Millionen auf beides und 20 Stunden. Das von der Sammlungsmenge her geht das schon mal. Ich persönlich würde ihn aber trotzdem nicht nutzen, weil ich immer noch kein großer Fan von den neuen Welten bin. Dann haben wir ja Schnüffler des gefallenen Blattes, ist ein Kostüm. Das wäre natürlich für mich ein Ziel, das zu erhalten. Würde sogar das hier verfünffachen, den seine Holzsammelrate. Jetzt habe ich die gerade neben dem Kopf, aber können wir dann mal nachgucken. Dann haben wir ja Karrenbuddler. Okay, ja, ist halt Karrenbuddler, schön. Todesritter hat man auch schon mal uns unterhalten drüber. Das ist jetzt von den Sammlungen, sammlungstechnisch gesehen her, nicht ganz so extrem hoch. Ja, würde ich auch nicht nutzen zum Sammeln. Den Kollegen erst recht nicht, das ist wahrscheinlich das Schlechteste. Dich würde ich auch nicht nutzen. Dich würde ich auch nicht nutzen. Es sei denn, er würde zu einem meiner besseren Holzsammlern gehören, aber 6 Millionen gehört nicht mehr zu meinen besseren Holzsammlern. Deswegen sollte ich eigentlich mal wieder durchsortieren und aussortieren, weil es sieht echt schlimm aus bei mir auf den Inseln. Aber gut, können wir ja mal machen. Dann haben wir den Korbwikinger. Ja, der sieht ganz interessant aus, den würde ich gerne hinstellen. Das Ding hier würde ich auch gerne bekommen, die Leuchtfarbe. Dann haben wir Rubin der Morgenröte, das ist jetzt nicht ganz so für mich relevant, weil den haben wir auch schon. Getreidelager ist jetzt auch nicht so, hat man auch schon mal, ich glaube, Wirbelwindblätter hat man, ich glaube, auch schon mal, Schubkarre, müsste man auch schon mal gehabt haben, aber ich glaube, wenn man die wieder freilässt, steht er wieder neu da. Also ich hatte die Dinger auf jeden Fall schon mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es unbedingt auf dem Account war oder auf dem Main-Account. Das kann ich euch gerade nicht sagen. Dann gibt es natürlich wieder polierte Bernsteine. Und was nicht fehlen darf, sind die Runen. Gibt es natürlich auch wieder hier drin. Genau. Aber wie schon gesagt, wenn ich das bisher so gesehen habe, werden wir wahrscheinlich wieder hier mit diesen Geschenkpaketen überleben. Denn wir haben hier einmal Axt... Och nö, ich sehe ja gerade was. Och. Wir fangen erstmal mit Axtling an. Wir haben hier einmal Axtling mit 7,6 Millionen Fisch und einem Tag 12 Stunden circa. Wie schon gesagt, sammlungstechnisch nicht ganz so geil. Wir haben ihn auch schon, also für uns jetzt auch nichts so. Dann haben wir hier Jugendlichen Springer. Sammlungstechnisch gesehen ist es jetzt nicht so der allerbeste. Weil Holz... Okay, Holz würde vielleicht noch gehen, aber wie schon gesagt, sammlungstechnisch jetzt nicht so. Vielleicht mit einem Kostüm noch drauf würde vielleicht besser. Dann haben wir Sturzschreier. Den würde ich mir persönlich auch nicht holen. Ist ein Kleidgesang, aber... Also er sieht geil aus, wie schon gesagt. Fürs Aussehen würde ich mir halt viele holen. Aber fürs Sammeln würde ich von denen hier bisher wahrscheinlich am ehesten noch Jugendlichen Springer holen. Ansonsten noch keinen hier, was die kaufbaren Drachen angeht. Genau, dich auch nicht, dich auch nicht, dich auch nicht, die haben wir auch schon, genau, plättrige, schnappende Pfahle, ja, du bist jetzt auch nicht so, das Sammlung, also, ja, also eigentlich von den Sammlern hier ist kaum jemand richtig gut dabei. Höhlenbrecher haben wir auch, entspannter Fleischklops ist ein Kostüm, was die Sammelzeit verdoppelt. Und dann haben wir hier noch Springdart, was beim Spießrutenlauf ein bisschen erhöht.
Vor allem, du könntest halt nicht mal, wenn du den Tagschatten noch nicht hast, müsstest du dich halt entscheiden, okay, Tagschatten oder Springdart. Müsstest dich halt für eins von beiden entscheiden. Naja, dann haben wir noch so ein paar Dinge. Gut, hier wird es wieder interessant für Leute, die gerne ihr Berg sehr dekorieren, weil es gibt wieder die Pfade. Die kann man ganz gut nutzen, wenn man Berg dekorieren will, weil damit kann man sich das halt ganz schön aufbauen, sage ich mal. Da müsste da halt zugreifen, wenn er das möchte. Und dann der Treffpunkt, der wäre auch noch so ein Ding. Müsste da dann halt entscheiden, ob ihr das dafür ausgeben wollt, die Season-Währung. Oder ob er halt lieber hier auf Pakete oder Drachen oder sonstiges geht. Das kommt dann halt immer drauf an, auf die jeweilige Person, wie die sich das wünschen, was die sich holen wollen und so weiter und so fort. Genau, wir gehen jetzt erstmal kurz hier in die Pflichtbelohnungen. Aktivieren sie, schauen wir doch mal. Wir hätten die jugendliche Springerstatue auf Garantie. Den Alpha Pass, ja, okay. Ein bisschen Season-Fortschritt, ein Slot, ein bisschen Laub und das hier hinten in den Extra-Punkten. Aber nur für die Statue, weil der Rest, der lohnt sich nicht. Nur für die Statue würde ich mir den hier nicht holen. Weil das wäre ja wirklich das Einzige, was du halt hier noch rausbekommst, was du sonst nicht bekommst, wäre diese Statue. Und die macht halt nochmal 50% Fisch. Vor allen Dingen, ne, Springer sammelt ein bisschen mehr Holz als Fisch und die machen es so, dass auch noch der Fisch mehr geboostet wird. Damit wird er wahrscheinlich am Ende gleich viel sammeln. Aber wenn wir mal hochrechnen, 50% circa drauf, da sind wir hier bei insgesamt, sind wir jetzt bei 19, das heißt 9,5, sind wir bei 28,5 Millionen die Stunde. Mhm, okay, hübsch. Ist die Frage, ne? Also das Ding ist halt gerade... Im jugendlichen Springer hast du halt, wir haben den ganz unten, weil wir noch nie haben, kannst du halt hier auch nochmal erhöhen mit einem Kostüm. Das heißt, wenn du dann hier die 30 hast und dann kommen da nochmal 9, sind das ja 40 Millionen die Stunde und das für 15 Stunden, das lohnt sich, das kommt dann schon fast an dicken Büffi ran, ne? Also dicker Büffi mit Statue ran natürlich nicht, ne, beziehungsweise so stark an dicker Büffi kommt das sogar gar nicht ran, ich hätte mehr erwartet. Aber, wie schon gesagt, da müsste man halt mal gucken. Ich wollte gerade irgendwas hier hinten gucken, ich habe es nur gerade vergessen nebenbei. Ach nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht hier hinten gucken, sondern ich wollte, das muss ein kleiner Eins sein, das darf man nicht vergessen. Ich wollte mal gucken, ob man einen jugendlichen Springer eigentlich so kaufen kann. Ja, nicht ohne Zahn. Jugendlicher, ja. Och, meine Güte, ey. Bin ich so schlecht bei der Eingabe? Kannst halt auch für 17.500 Runen kaufen, ne? Also, wenn wir mal geguckt haben, ne? Wir haben in letzter Zeit relativ viele Runen immer raufgekriegt. Geht's wahrscheinlich fast schneller, den zu bekommen, wenn man ihn einfach für Runen farmt. Einfach mit Runen durchfarmen geht wahrscheinlich, schätze ich mal, wirklich sogar schneller. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Ich gehe nicht auf den Tagschatten. Auf den jugendlichen Springer. Jetzt habe ich es. Meine Güte, dritter Versuch. Ich werde es nicht machen. Wir werden uns den holen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal auf andere Sachen. Wie zum Beispiel halt darauf, dass wir die Season hier wieder schaffen und wir holen uns den normalen Alpha Pass, also wieder hier unten. Damit kriegen wir also hier die zwei Dinger und dann das hier noch oben drauf und haben halt nochmal 7.500 Season-Währung, 700 Runen, 200 Odinsmagen, so noch ein bisschen was oben drauf. Aber an sich würde ich sagen, diese Season lohnt sich wieder mal nicht, weil die Statue, ja, okay, ist halt so. Aber es gibt nur einen einzigen jugendlichen Springer, auf die das Effekt hat. Und das heißt, prinzipiell, wenn man sich diesen Pass kauft, kaufst du dir eigentlich einfach nur jugendlichen Springer für 32 Euro mit einem Boost obendrauf. Ob sich das dann lohnt, muss man sich selber die Frage stellen. Wir holen uns, wie schon gesagt, jetzt das hier unten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es da ist. So, da haben wir das auch schon und damit haben wir jetzt auch den hier freigeschalten, kriegen hier schon mal das erste, das ist auch für die eine Season-Aufgabe ganz gut, weil damit geht die halt auch relativ schnell durch mit diesen, wisst schon, wo haben wir es,
Na, die Aufgabe, dass man hier Dekoration holen soll. Dekoration bei den Eventaufgaben. Ist es dabei? Ich glaube, genau hier. Das geht relativ entspannt dadurch. Naja, ich würde sagen, das wäre es an der Stelle auch erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben halt die Season mal ein bisschen durchgeschaut. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt dann mal gerne noch in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das jetzt holt oder nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.